So, was geht ab, Freunde? Und willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge von The Quarry. Die letzte Folge haben wir abgeschlossen, in dem Max als Werwolf uns mal komplett das Auge zerfetzt habt. Und Max ist hier drinnen und... Uff! Ja, dem sollte man auf jeden Fall nicht zu nahe kommen. Ja, und wir gucken mal. Hier in der hatten wir schon alles inspiziert. Laura hat sich auch schon so einen hübschen Verband gemacht. Und jetzt gucken wir mal hier, was wir so finden können beim Sheriff. Hackett. Wir gehen überall nochmal rein. Und ich meine, Laura hat ja schon den Medizinschrank geräumt. Aber ist auch nötig bei der Wunde. Dann müssen wir woanders rum. Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten. Nein, wir sind Schnüffler, also schnüffeln wir ein bisschen rum. Außerdem, wer würde das nicht tun? Und da ist eine Tarotkarte. Der Wagen. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicher fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht, aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Es gibt prinzipiell keine Sicherheit. Das ist einfach so. Mal gucken auch. Wäre cool, wenn es hier irgendwie einen Schlüssel geben würde. Ja, wie gesagt, es gibt prinzipiell keine Sicherheit. Zumindest nicht in diesem Spiel, aber auch wirklich nicht in echt. Also so Sicherheit. Weiß ich nicht. Geht die Tür auf? Was versteckt er? Bestimmt kein legales Zeug. Und Max geht ja mega ab da unten. Der ist ja hier voll in seinem Element. Kann ich an dem Pfosten bitte vorbei? Danke. Sieht nach dem Arbeitszimmer aus. Edward Benson. Wer das wohl ist? Ich bin mir ziemlich sicher, wer das ist. Nämlich, das sind doch die beiden Wanderer, die hier verloren gegangen sind, genau. Das heißt, auf dem Hackett-Wanderweg 5 Meilen nördlich von Northkill gesichtet. Hinweise bitte an die Polizei von Northkill. Cat Missing, Sascha, Pearl und Armin, oh, sind die süß. Die sind aber süß, die Hunde. Also die Hunde. Und die Katzen auch. Also, kann ich sagen, sonst noch irgendwas? Gibt es hier vielleicht ein Safe oder irgendwie sowas, dass man... Nur ein Kühlschrank, der leer ist. Der Mann hat bestimmt auch irgendwie Hunger. Und ein Computer. Okay.
weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. So oft solltest du nicht falsch liegen. Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Ja, du musst dich gar nicht ausruhen. Du bist jung und brauchst hier kein Ausruhen. Ach, da geht's schon wieder raus. Mehr gab's da nicht drin? Nicht mal irgendwie einen kleinen Hinweis? Auf jeden Fall Alter. Ja, was ist das denn? Kopierer? Was versteckst du, Travis? Eine Unterlassungsanordnung, ein Brief, der die Verantwortlichen des Bizarr oder Banal Podcasts auffordert, ihre Nachforschung in Hackett's Quarry einzustellen. Naja, so falsch liegen die halt nicht mit der Hexe von Hackett's Quarry. Irgendwas sie schreiben. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie vor kurzem eine Folge in ihrem Podcast veröffentlicht haben, die der es um die Stadt von Northkill, insbesondere um Hackett's Quarry geht. Wenn ich den Kontext richtig deute, befasst sich diese Episode mit dem Mysterium eines Geistes in den Wäldern. Auch wenn die Idee an sich völlig absurd klingt und, wie Sie sicher wissen, keine Geister existieren, muss ich Ihnen hiermit mitteilen, dass die Eigentümer von Hackett's Quarry Bedenken geäußert haben, dass derart geschmacklose Geschichten den Umsatz ihrer zahlreichen Geschäftszweige schädigen könnten. Darunter auch den des Hackett's Quarry Sommercamps, welches sich als sichere und kindergerechte Umgebung für Kinder aus dem gesamten Land versteht. Alles klar. Von diesem Hintergrund muss ich dazu auffordern, diese Episoden ihres Podcasts zurückzuziehen und jegliche weitere ungemessene Berichterstattung rund um Hackett's Quarry zu unterlassen. Sollten Sie diesem Wunsch nicht entsprechen, werden die Eigentümer und besagten Grundstücks nicht davor zurückschrecken, rechtliche Schritte einzuleiten. Bitte verstehen Sie diesen Brief als förmliches Ersuchen im Sinne der Interessen beider Seiten. Hochachtungsvoll, Travis Hackett, Sheriff, Polizeibehörde von Northkill, Northkill im Bundesstaat New York. Also Leute, wenn ihr mal hinfahren wollt, ne, ihr wisst jetzt, wo die ungefähr sind. So ist... Nein, du solltest nicht schlafen. Hör auf, rumzunörgeln. Ah ne, das ist Bad und das sind die Zellen. Man muss doch irgendwo rausfinden, wann der Typ Geburtstag hat. Man muss doch locker an diesem... Wo ist denn das? Kann man ja... Oh, da sind noch andere Gebäude. Mach aufmerksam. Man muss doch wissen, wann der Geburtstag hat. Also ich meine, das ist ja schon... Hier ist so ein Flyer. Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Ja, ist jetzt nicht gerade ein super Hinweis, aber zumindest wissen wir sein Geburtsjahr. Herzlichen Glückwunsch, Sohn, alles Gute, schon 56, wo ist nur die Zeit geblieben, bist ein guter junger Travis, herzlichen Glückwunsch, in Liebe, Ma. Das ist aber nett, dass seine Mutter noch an ihn denkt. Oder dass seine Mutter überhaupt an ihn denkt, naja. Mehr ist hier anscheinend nicht. Ja. Also 65. Zumindest hätten wir ein Jahres. Mann, sind die hier unordentlich. Guck mal, was hier alles auf dem Boden liegt. Boah, hier stapeln sich wahrscheinlich Fälle aus 1947 noch, Alter.
Aber hier ist irgendwie nichts. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Ist auf jeden Fall möglich. Dieser alte Sheriff Stern wurde durchs Feuer stark beschädigt. Gehört er dem jetzigen Sheriff oder einem seiner Vorgänger? Ich würde mal sagen Vorgänger, weil wir haben doch jetzt eigentlich schon rausgefunden, dass Travis Hackett der Sheriff ist, wenn ich das nicht irgendwie komplett lost zuweise, aber... Und hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Also zumindest kann man an die anderen Tische nicht ran. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist er ja so nett und sagt uns sein Geburtsdatum. Das ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Du musst noch nicht schlafen. Wir gehen jetzt hier noch rein und dann gucken wir mal, was hier noch drin ist. Weil dann müssten wir mit der Roomtour fertig sein. Außer wir finden jetzt hier einen Schlüssel für alles andere. Er muss doch einen Spind haben oder irgendwie sowas. Oh. Damit muss er mich betäubt haben. Ich versteck's in der Zelle. Da steht da nichts drin. Irgendwie ist da nichts drin. Also ich meine gar nichts. Ich meine... Man muss doch diesen PC... Es kann wirklich sein, anscheinend, dass der alleine ist. Warte mal. Vollmond Birthday. 7. Juli. Jawohl. Ich wusste es doch. Aber um 21, also 21, naja. 7. Juli, da haben wir noch was. Das ist doch nicht schlecht. Aber dass da nirgends so ein Schlüssel rumlag für die anderen Dinger, naja, gut. Aber wir wissen zumindest. Ach, Max, halt die Klappe. Wir wissen zumindest jetzt, wann der Sheriff Geburtstag hat. 7. Juli 1965. Meines Wissens müsste ja ein Krebs sein, ne? Naja. So. Dann gehen wir mal hier dran. Weil wir wissen ja jetzt das Datum. Also sie hat schon... Seht doch. Hast du gut gemacht. Gott, was ist denn das? Gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche. Und mal gucken wir hier hin. Bizarr oder Banal Podcast. Eine Folge von Podcast Bizarr oder Banal, der übernatürliche Phänomene und dem Mysterien um die Hexe von Hagrid's Quarry nachgeht. Nach der Wahrheit. Aber dann begegneten sie der Hexe von Hagrid's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Weiß ich nicht. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn, angeblich ein Baby. Okay, das ist creepy. Okay.
Okay, geh da bitte nochmal dran. Ich will das sehen. Warum kann ich da nichts machen? Text einblenden. Hey T, hast du vom Scheiß gehört? Wir müssen sie zum Schweigen bringen. Kannst du dich darum kümmern, Chris? Okay, ich hätte irgendwie gerne mal geguckt, ob der irgendwie was auf seinem Media Player Ding hat. Ich meine, hätte ja sein können, dass er da irgendwelche Sachen hat. Aber nein, es ist nur ein Podcast. Und ja, jetzt ist die komische Hexe schon wieder. Die hat aber auch echt Zauberkräfte. Na Juti, dann gehen wir mal in unsere Zelle. Sie ist sowieso schon die ganze Zeit müde. Und Max fühlt sich ein bisschen alleine, ne? Alter, hat die geblutet, wirklich. Hier ist eine komplette Blutspur. Ah, da gehen wir nicht hin. Nee. Nicht, dass er uns das andere Auge auch noch rausreißt. Nee, da waren wir ja schon. Und wir wollten das Ding hier verstecken. Und dann pennen wir ein bisschen. Ja, wir müssen alles gesehen haben, dann können wir auch jetzt mal uns ein bisschen ausruhen. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Ich bleib bei Max, wir haben was zu klären. Ich bleib bei Max. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Ich will ihm nur helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Glücklich? Ich mache uns Kaffee. Bei Kaffee würde ich ablehnen. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du? Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das?
nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Soll ich jetzt neugierig sein oder zuversichtlich? Ich würde schon gerne wissen, was mit der Familie ist. Aber eigentlich wissen wir das ja. Oder doch nicht? Also ich habe schon eine Vermutung, aber... Ja, was ist mit ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des ersten Sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Nein, wir nehmen nicht die Waffe. Total unnötig. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Wenn Sie all das wissen, warum haben Sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht ich... Ich war... Es ist... Kompliziert? Nein, scheint es ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Also, wenn meine Theorie stimmt, ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf, dann war das im Sturmkeller Chris Hackett. Das ist meine Theorie.
Meine Theorie ist das. Was und der könnte prinzipiell auch dann Max gebissen haben. Also er hat ja da Max gebissen. Darum ist Max davon. Aber ich habe mir das Gefühl, es gibt doch wohl einen anderen Werwolf. Und das könnte dieses Vieh gewesen sein, was den beiden ja vors Auto gesprungen ist, wenn ihr euch erinnert, in der im Prolog. Da ist ja was vors Auto gesprungen. Sie ist zwar irgendein Tier oder vielleicht ein Mensch. Man weiß es nicht. Darum, ich bin jetzt mal ermutigend, weil der erzählt zwar schon nicht die Wahrheit ganz wirklich aus meiner Sicht, aber er ist auch nicht so dämlich, dass er den irgendwie, keine Ahnung, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nichts Böses von denen will. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Das hat nicht mal gestartet. Tja, du bist meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Im Bilde? Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich habe das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Chris, was soll ich denn machen? Was war das? Das sage ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber.
Und was jetzt? Du kannst sie nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt ja. Der Wanderer und dann der verdammte Journalist. Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit Wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Uhren. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis Waffe und töte Chris Hackett. Mutiger Plan. Hey! Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Was kommt von hinter dieser Tür? Hier ist keiner drin. What the fuck? Er macht sie. Was ist das?
Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ich bin mal beruhigend. Gibt mehr Sinn. Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir können bald nach Hause fahren. Und wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Hat ja so semi funktioniert. Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's. Meine Story. Streit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel? Also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, Scheiße. Solange sie nirgendwo rumschnüffeln, wo sie es nicht sollten, geht's ihnen sicher gut. Rumschnüffeln, wo er es nicht soll, ist Jacobs Superkraft. Das ist nicht gut. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... So Leute, wir machen hier einen kleinen Cut, weil wir sind schon ein bisschen über die Zeit drüber und ich möchte nicht, dass das Video zu lange dauert. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr Lust habt und gerne auch abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss.